Hallo zusammen bei 360 Grad. Heute sind wir hier in Öhringen am Rendelbad und wir schauen uns mal an, was sich hier alles verändert hat nach dem schlimmen Saunabrand, wie man mittlerweile wieder das Hallenbad nutzen kann und wie es vor allen Dingen in der Sauna eben nach diesem verheerenden Brand aussieht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, jetzt sind wir hier im Foyerbereich im Inneren. Da sieht man schon, es war natürlich eine ganze Menge zu tun, wenn wir uns mal das Archivmaterial anschauen. Nach so einem Brand hier hat man jetzt die Decke schon entsprechend verändert und dann LED-Leuchten mit angebracht. Und recht schnell hat das Hallenbad wieder eröffnet. Der Betrieb, der Badebetrieb läuft jetzt wieder. Und die gesamten Instandsetzungskosten, die dann natürlich auch den Saunabereich umfassen, die schätzt man so auf rund 1,5 Millionen Euro. Und das Gute an der Geschichte ist natürlich, dass die Versicherung diese Summe komplett übernimmt. Das heißt also, das Wellness- und Badeangebot hier in Öhringen wird dann wieder vollumfänglich laufen. Und das ist ja in diesen Zeiten, in denen so manches Bad geschlossen wird, durchaus eine gute Nachricht. Ja, die Instandsetzungskosten für das Foyer und jetzt hier im Hallenbadbereich nach dieser Vergrößerung haben so zwischen 70.000 und 90.000 Euro gekostet. Ab August hat man dann schon begonnen, hier das Bassin wieder mit Wasser aufzufüllen, mit 1000 Kubikmeter Wasser. Hier in diesem Sportbereich, der 25 Meter lang ist und 28 Grad, beträgt die Temperatur in diesem Badebereich. Man sagt ja immer so schön, Bäder sind Freiwilligkeitsleistungen von Kommunen, aber das ist natürlich auch ganz wichtig für die Daseinsvorsorge. Auch hier in Öhringen hat man ja nicht nur dieses Hallenbad, man hat das Bad in Micheldorf. Das wird ja auch für rund 3 Millionen Euro komplett saniert und damit auch erhalten. Auch das ist in diesen Zeiten natürlich schon mal eine interessante Nachricht. Und man hat natürlich auch drüben das H2Ö. Da können wir auch mal ein paar Schnittbilder aus dem Sommer zeigen. Ein besonders beliebtes Freibad. Also in Sachen Wasser und Wassersport kommen die Öhringer und damit auch die Hohenlohe hier voll auf ihre Kosten. Ja, das Leerschwimmbecken und der Kinderbereich, die stehen auch wieder zur Verfügung und da ist die Wassertemperatur 32 Grad und benutzen kann man auch wieder die Kräutergrotte und auch das Dampfbad, also auch das steht zur Verfügung. Hier allerdings muss man noch warten bis Herbst 2025 und im Saunabereich, wenn man sich die Bilder anschaut, nach dem Brand und wenn man sich auch sieht, die Brandschäden, die hier noch sind, dann ist natürlich klar, da gibt es noch eine ganze Menge zu tun, bevor dann der Saunabereich wieder eröffnet werden kann. Das sieht hier an der Außenfassade fast schon etwas künstlerisch wertvoll aus, aber die soll natürlich auch geschlossen werden, rechtzeitig bevor der Winter kommt. Und wenn wir mal zurückblicken auf den Saunabetrieb hier in Öhringen, dann können wir uns mal ein paar Archivaufnahmen anschauen, dann sieht man, dass es auch genauso wieder hergestellt werden soll und dass man dann auch die genau gleichen Saunabereiche wieder nutzen kann. Also da ist noch ein bisschen Geduld gefragt, bis dann eben alle Einrichtungen wieder voll nutzbar sind. Aber dann hat man wieder das volle Vergnügen in Sachen Wasser, Schwimmen. Das ist natürlich auch in der heutigen Zeit immer wichtiger, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, Schwimmkurse durchzuführen und dann eben auch entsprechend zu schwitzen. Wie gesagt, in einem Jahr ist es dann wieder soweit. Ja, die Attraktivität im ländlichen Raum, die hängt eben auch von solchen Einrichtungen ab. Aber die hängt natürlich auch an der medizinischen Versorgung. Da hat man es in Öhringen natürlich gut. Hier wird das neue Krankenhaus gebaut. Aber schlechte Karten haben all jene, die ihre Krankenhäuser verloren haben und mit Lippenbekenntnissen dahingehalten werden. Denn sowohl Künzelsau als auch Brackenheim und Möckmühl, wo die Krankenhäuser ja geschlossen wurden, da wurde immer gesagt, es gibt ein Notfallzentrum und jetzt ist klar, Künzelsau ist das nicht der Fall, Möckmühl auch nicht. Und jetzt auch in Brackenheim wird das Notfallzentrum geschlossen. Und das sorgt für riesen Aufruhr, auch bei unserer Lokaltour in Güglingen und bei einer Lokaltour im Jahr 2016 in Brackenheim. Denn damals wurde versprochen, ja, wir werden euch auf dem Land da nicht im Stich lassen. Und da sieht man mal, was solche Versprechungen leer sind. Und da braucht man sich auch dementsprechend nicht wundern, wenn die Menschen verärgert sind. Ja, Ärger gab es natürlich auch um den Kreis- und Stadtjugendring in Heilbronn. Was darf man nicht? Auch in Sachen
sogenannten Antidiskriminierungsstelle. Und nun wurden einige der Vorwürfe auch ausgeräumt. Die wurden dieser Tage präsentiert. Dann muss man das natürlich auch akzeptieren. Das sagt aber noch lange nichts über eine inhaltliche Diskussion, ob das, was man dort tut, alles so sinnvoll ist. Die sollte viel mehr geführt werden als manche Regularien. Und man muss natürlich auch erklären, auch das gehört hinzu, dass so ein eingetragener Verein wie der Kreis- und Stadtjugendring Rücklagen von 1,4 Millionen Euro hat. Das ist eigentlich in Sachen Gemeinnützigkeit gar nicht zulässig. Das muss man genau begründen, warum. Und da darf man gespannt sein, was auch in dieser Angelegenheit herauskommt, wenn man sie ganz exakt recherchiert und die Hintergründe dann ans Tageslicht gebracht hat. Ja, spannende Diskussion. Übrigens auch jetzt schon knapp 2 Jahre vor der nächsten Landtagswahl. Und da hat es ein bisschen überrascht, dass der Heilbronner Thomas Strobel, der Innenminister, angekündigt hat, eventuell würde er doch noch einmal kandidieren. In Stuttgart überrascht das niemand. Da munkelt man, dass man ihm schon zugesichert hat, dass er vielleicht das Amt des Landtagspräsidenten bekommen könnte, wenn die CDU unter Manuel Hagel gewinnen wird. Ja, so Personalgerüchte, die haben ja immer was für sich. Das betrifft auch Regierungspräsidentin Susanne Bay. Die wurde damals, nachdem die Grünen eben in der Regierung waren, Regierungspräsidentin, die Heilbronnerin. Und wenn jetzt die Grünen aus der Regierung herauskämen, dann wäre sie ihren Job wieder los. Also Namen sind Geschichten. Wir werden sie weiterhin im Auge behalten. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.